Was wir uns in diesem Video anschauen, ist Dream Sleep von JP Nutrition. Wie wir alle wissen, ist ein gesunder Schlaf absolut essentiell und elementar, gerade bei unserem Sport, Bodybuilding, Muskelaufbau, wo die Regeneration, die Muskelregeneration absolut entscheidend ist, ob wir weiterhin Muskel aufbauen können. Die Regeneration entscheidet auch über unseren ganzen Fettstoffwechsel und so weiter und so fort. Deshalb sehen wir auch, dass fast jeder namhafte Hersteller heute ein sogenanntes Schlafsupplement im Sortiment hat. Sei das nun in Kapselform oder in Pulverform, sei dahingestellt. Ich kann euch dieses Supplement auf jeden Fall empfehlen. Aber jeder von euch kann selber entscheiden. Ihr merkt ja, ihr spürt ja auch, wenn mal die Schlafqualität abnimmt, wie darunter auch die Trainingsleistung leidet. Am Morgen früh, wenn du aufstehst und vielleicht schon am Morgen ins Training gehst, aber auch, wenn du durch den Tag durch ständig ein bisschen müde bist oder vielleicht sogar ein bisschen Stress bist. Müde und Stress gehört ja zusammen. Wenn du das bereits schon spürst und vielleicht sogar schon in einem kleinen oder minimalen Übertraining bist, Übertraining heißt ja auch, dass der Körper zu wenig Möglichkeit, zu wenig Zeit hat zur Regeneration, dann spürst du das bereits, dann kann ich dir so ein Schlafsupplement, zum Beispiel Dream Sleep von JP Nutrition, sehr empfehlen. Schauen wir uns diese Inhaltsstoffe mal genauer an. Wir haben mal die Aminosäure L-Tryptophan, wir haben L-Dopa, Valerian, Rut, Magnesium, Bisiglinat, KSM 66 Ashwagandha, L-Theanine, 5-HTP, Zink, Methionin und Vitamin B6. Was diese einzelnen Wirkstoffe für deinen Schlaf genau bewirken, schauen wir hier im Einzelnen exakt an. Tryptophan ist ja eine Aminosäure, die als Vorstufe von Serotonin gilt, also einem Hormon, das in der wissenschaftlichen Studie zeigt, dass es die Schlafqualität verbessern kann und natürlich somit im Bodybuilding essentiell ist. Mucuna pruriens, oder auch bekannt als L-Dopa, diese Pflanze enthält L-Dopa, das ist eine direkte Vorstufe des Dopamins. Dopamin kann die Stimmung und die kognitive Funktion verbessern, was vor allem für die mentale Schärfe, Motivation und erhöhte Trainingsleistung bekannt ist. Hier fragt sich natürlich, warum haben wir L-Dopa in einem Schlafsupplement, da es ja die Vorstufe ist von Dopamin und Dopamin ja eigentlich eher dazu beiträgt, deinen Wachzustand zu verbessern, deine Motivation, deine Konzentration, also das, was wir eigentlich im Training sehr gut benötigen könnten. Warum ist so ein Wirkstoff in einem Schlafsupplement, der ja eher die Wachheit fördern könnte? Das schauen wir ganz am Ende nochmal genauer an. Der dritte Wirkstoff ist Valerianrot, besser bekannt unter Baldrianwurzel. Baldrian wird in der traditionellen Medizin eingesetzt zur Förderung des Schlafs. Forschungen deuten darauf hin, dass Baldrian das Einschlafen erleichtert und die Schlafqualität verbessern kann, was natürlich die Muskelregeneration deutlich unterstützen kann. Dann haben wir das Magnesium Bisiglinat. Bisiglinat Magnesium ist ja bekannt für seine sehr hohe Bioverfügbarkeit und ebenfalls für seine magenschonende Effektivität. Das heißt, wir können ja nicht ein Magnesium nehmen, das den Magen belastet, wenn wir schlafen wollen. Das haben wir beim Bisiglinat definitiv nicht. Und wir wissen auch, dass genau diese Form, also Magnesium Bisiglinat, den Schlaf fördern kann, indem es muskelentspannend wirkt. Eine Muskelentspannung ist ja nicht nur vorgesehen, zum Beispiel nach dem Training, da wir wenige Krämpfe haben, aber im ganzen Systemmuskeln, sei das die Lunge, sei das Herz, sei es die Blutgefäße, alles, überall haben wir Muskeln. Und eine Gesamtentspannung des Organismus führt natürlich auch zu weniger Stress und kann helfen, den Schlaf, das Einschlafen und das Durchschlafen definitiv zu verbessern.
ist also ein Mineralstoff, der zwingend notwendig ist in einem Sleep-Supplement. Und dann haben wir das bekannte KSM-66 Ashwagandha, darüber habe ich ja schon ein Video gemacht. Das ist ein sogenanntes Adaptogen, das kann die sogenannte Homöostase im Körper verbessern. Das bedeutet, wir haben ja immer ein, oder respektive der Körper versucht immer ein Gleichgewicht zu haben zwischen Stress und Entspannung, also die sogenannte Homöostase. Und Ashwagandha kann beruhigend wirken, indem es erstens mal das Hormon Cortisol dämpft oder auch ein bisschen reduzieren kann und ebenfalls auch an die sogenannten Stresshormone andockt, sodass du dich weniger gestresst fühlst. Das ist vor allem für Personen, die vielleicht etwas Mühe haben, am Abend einzuschlafen, weil sie einfach noch zu viele Gedanken im Kopf haben, die sie vielleicht gestresst haben. Oder die einen oder anderen kennen es von euch, du kommst aus dem Training. Training ist ein Stressfaktor und der Körper kommt nicht sofort von diesem Stress, von diesem Trainingsstress herunter. Auch dort ist Ashwagandha natürlich absolut ein genialer Wirkstoff, der ebenfalls unbedingt in ein Sleep Supplement gehört. Des Weiteren haben wir L-Theanine, ebenfalls eine Aminosäure, die wir hauptsächlich im Tee finden. Auch Theanine ist bekannt für seine beruhigende Wirkung. Theanine kann ebenfalls die Schlafqualität verbessern, ohne dabei Müdigkeit zu verursachen, was natürlich die Erholungsphase ebenfalls deutlich verbessern kann. Dann haben wir 5-HTP, das ist sogenanntes Tryptophan, was eine Vorstufe ist von Serotonin. Wir wissen, dass Serotonin den Schlaf fördert, respektive den Schlafrhythmus, Wach-Schlafrhythmus reguliert. Je höher wir dieses Tryptophan haben, desto mehr kann der Körper das Hormon Serotonin produzieren, was die Schlafqualität deutlich erhöht. Beim Tryptophan haben wir ein kleines Problem, dass Tryptophan mit anderen Aminosäuren konkurriert bei der Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, es gibt gewisse Aminosäuren, die Vorrang haben, vom Körper in den Kopf zu gelangen durch die Blut-Hirn-Schranke, weil sie einfach noch ein Stückchen wichtiger sind als Tryptophan, als das Hormon Serotonin. Deshalb muss man schauen, dass man ein Tryptophan oder ein 5-HTP-Supplement niemals mit zu viel Protein zusammennimmt und schon gar nicht mit einem EAA, weil, wie gesagt, diese Aminosäuren konkurrieren. Dann haben wir ja noch das sogenannte Zink. Zink an Methionin gebunden. Zink ist vor allem in diesem Supplement aus folgendem Grund drin. Ihr wisst, Zink ist sehr, sehr wichtig, weil es schon an über 300 enzymatischen Prozessen beteiligt ist. Jetzt nicht zwingend für den Schlaf, aber diese Enzyme, diesen 300 Enzyme, sind tatsächlich auch eine Handvoll davon betroffen oder mitbeteiligt an der Produktion von diesen ganzen Schlafhormonen. Zink ist ein Mineral, das vor allem für das Immunsystem verantwortlich ist, für die Zellteilung, aber ganz wichtig auch für die sogenannte Proteinsynthese. Und die Proteinsynthese ist ja etwas, was wir vor allem in der Nacht auf einem hohen Niveau halten wollen. Denn hier in der Nacht, während der Regeneration, wird ja der Muskelaufbau begünstigt. Deshalb ist in der Nacht auch wichtig, dass diese ganze Proteinsynthese auch optimal funktioniert. Genau dasselbe ist mit dem sogenannten Vitamin B6. Viele wissen nicht, dass Vitamin B6 ebenfalls am Proteinstoffwechsel beteiligt ist. Deshalb sehen wir auch in sehr teuren, hochwertigen Proteinsupplements, also Proteinpulver, dass B6 beigemischt wurde. Denn je mehr Protein, das du zu dir führst, desto mehr Vitamin B6 wird verbraucht für den Proteinstoffwechsel. Bedeutet, wenn das B6 nicht reicht, ist dein Proteinstoffwechsel gestört. Deshalb haben wir hier bei DreamSleep auch eine relativ hohe Menge an Vitamin B6 zugeführt, damit wir auch sicherstellen können, dass die Proteinsynthese zusammen mit dem Zink optimal funktioniert, damit wir dem Ziel nicht nur einen besseren Schlaf, sondern dem Ziel Muskelaufbau, Regeneration in der Schlafnacht, während der Schlafphase, in der Nacht, wenn ich es mal richtig aussprechen könnte,
begünstigen können und so um dem Ziel näher kommen. Ihr seht also, JP Nutrition ist ganz klar ein Profi-Supplement-Hersteller, der sich wirklich Gedanken gemacht hat, wie du deine Muskulatur deutlich besser regenerieren kannst, damit du wirklich noch mehr Erfolg hast nach deinem Training und den Schlaf deutlich verbessern kannst, weil es halt extrem wichtig ist, diese Regenerationsphase zu unterstützen. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden, respektive ich habe es so erklärt, damit man es versteht. Dream Sleep von JP Nutrition kann ich euch sehr empfehlen. Das wäre es gewesen. Bleibt dem Eisen treu und alles Gute. Gebt Vollgas, euer Coach. Ciao. Okay, let's go.